Leute, egal ob Action, Romantik, Fantasy, Drama, Technologie oder Astronomie, in Star Wars ist für jeden etwas dabei. Sicher habt ihr es im Titel schon gelesen. In diesem Video geht es darum, warum man Star Wars auf keinen Fall verpassen sollte. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch auf einer meiner Videos aufmerksam machen, in dem ich erkläre, was es eigentlich mit den Lichtschwertern auf sich hat. Also wenn es euch interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch doch gerne an. Ich habe es euch oben rechts in der Infokarte verlinkt. In diesem Video habe ich euch 7 ausschlaggebende Gründe zusammengestellt, warum ihr Star Wars auf keinen Fall verpassen solltet. Ach übrigens, die Idee für das Video stammt von Tocker. Danke dir! Aber beginnen wir doch einfach mal mit dem ersten Grund. Darth Vader. Selbst Personen, die niemals einen Teil der Star Wars-Reihe gesehen haben, kennen den dunklen Lord. Darth Vader, der Mann mit dem Blechhelm und dem Asthma. Während du nach einem 100-Meter-Sprint außer Atem bist, nahm er bereits 1977 trotz extremer Asthmaanfälle die Galaxie ein. Das musst du erstmal nachmachen. Kaum ein anderer Bösewicht nahm auf der Leinwand jemals solche Präsenz ein und wirkte so bedrohlich und charismatisch wie er. Der zweite Grund ist die Filmmusik. Wer sich die Filme angesehen hat und ihnen nichts abgewinnen kann, in Ordnung. Wer aber die Genialität der Filmmusik vom Komponisten John Williams nicht anerkennt, ist ein Kunstbanause. Ohne die legendäre Musik wäre die Filmreihe nicht das, was sie heute ist. Sei es der bedrohliche Imperialmarsch oder das Main-Theme. Der dritte Grund ist Yoda. Yoda ist ein lustiges Kerlchen. Er ist steinalt und geht am Stock. Zurückgezogen in seinem Haus auf dem Sumpfplaneten Dagobah bekam ihn lange Zeit niemand zu Gesicht. Die Legenden um ihn und von der Stärke seiner Macht wurden dennoch durch die Weiten des Universums getragen. Zu Recht. Er turnt durch die Sümpfe, bewegt Raumschiffe mit bloßer Willenskraft, kocht dir danach ein leckeres Süppchen und hat immer den passenden Rat auf den Lippen. Der vierte Grund ist etwas anders als die anderen Gründe. Es sind nämlich mehrere Gründe: Werte, Weisheiten und Wahrheiten. Star Wars hat mit Zitaten wie "Ich bin dein Vater" nicht nur Filmgeschichte geschrieben, viele Weisheiten und Dialoge der Filme lassen sich auf den Alltag übertragen und es steckt ein wahrer Kern in ihnen. Die der bekanntesten Zitate sind zum Beispiel: Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Nach meiner Erfahrung gibt es so etwas wie Glück nicht. Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Deine Augen können dich täuschen, traue ihnen nicht. Wahrlich wunderbar die Seele eines Kindes ist. Der fünfte Grund sind Jedi, Lichtschwerter und die Macht. Die Jedi, eine uralte, fast ausgestorbene, geheimnisvolle Riege unerschütterlicher Krieger in Kutten. Sie vertreten wahre Werte wie Freundschaft, Ehre und Hoffnung. Ihre Lichtschwerter und die Macht sind ihre Waffen, ihre Stärke und ihr Vorteil gegenüber den bösen Mächten des Universums. Der sechste Grund ist das Star Wars-Universum an sich. Es gibt wenige Filme, die in ihrer Story so durchdacht und ausgefeilt sind wie die Star Wars-Reihe. Im Star Wars-Universum existieren zahlreiche Planeten, Völker, Nebenhandlungen. Jeder Planet hat seine eigenen Geschichten, Spezies, Völker, ein eigenes Klima und Panoramen. Von den Wookies wie Chewbacca, den in Baumhäusern lebenden Ewoks auf Endor oder die Wüstenflohmarkt-Truppe der Jawas. George Lucas hat die Filme bis ins Detail durchgeplant und gestaltet. Der siebte und letzte Grund sind die Sternzerstörer. Vor Star Wars waren Raumschiffe entweder komische Untertassen, komische Triebdichträder oder alberne Raketen. Star Wars ballerte wirklich bedrohliche, gigantische Industrieschiffe ins All, die den Look von Filmraumschiffen für immer verändern sollten. Bemitleidenswert, wer nie mitschauen durfte, wenn sich ein Sternzerstörer wuchtig ins Bild schiebt und langsam die komplette Leinwand ausfüllt. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, dann seht euch doch die Trailer von den jeweiligen Star Wars Filmen an. Ich habe sie euch unten in der Videobeschreibung verlinkt und danach könnt ihr euch ein Urteil bilden.
Rechts könnt ihr mein letztes Video sehen. Links könnt ihr euch ein Video ansehen, in dem ich erkläre, was es eigentlich mit den Lichtschwertern auf sich hat. Und in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr keine weiteren Star Wars Videos mehr verpassen wollt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.